Herzlich willkommen zum 15. Gespräch unserer Reihe Religionen im Gespräch. Heute mit dem Thema Eine neue Religion für eine neue Welt. Wer sind und was wollen die Baha'i? Ich beginne einmal mit einer persönlichen Erinnerung. Ich kann mich gut erinnern, als ich nach dem Abitur für ein halbes Jahr nach Israel ging, fuhr ich mit dem Schiff über das Mittelmeer von Piräus und landete in Haifa. Und das Erste, was ich sah in Haifa, war eine große goldene Kuppel mitten in der Stadt. Und ähnlich wie mir ging es vielen anderen auf dem Schiff. Und wir alle fragten uns, was ist denn das bitte für ein Tempel oder wie auch immer. Die meisten wussten es nicht, aber einer war da, der sagte, ja, das ist ein Gebäude der Baha'i. Und dann entstand genau das, was wir heute hier auch haben, nämlich die Frage, wer bitte ist das denn? Ich konnte darauf damals nicht antworten, viele andere auch nicht. Ich glaube, den meisten in diesem Land geht es bis heute so, man hat vielleicht das Wort einmal gehört, aber wer das denn bitte ist, das ist eine offene Frage. Und wenn man sich im Internet informiert, wie man es dann natürlich heute zuerst tut, dann findet man sehr unterschiedliche Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, das ist so eine Art islamische Sekte, womöglich sogar mit Weltbeherrschungsfantasien, die kontrollieren von dieser Zentrale in Israel die Welt, das ist ihr Plan. Andere sagen, nein, das ist eine eigenständige Religionsgemeinschaft, hat mit dem Islam gar nichts zu tun. Und sie sind selbstständig eine Weltreligion, wie die fünf anderen großen Weltreligionen, die man so kennt, auch. Also, wie ist es, was sind das für Leute, wer sind die Baha'i, wofür stehen sie, was ist der Kern dieser Religion? Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen und wir haben heute drei Gäste. Ich begrüße sehr herzlich Christiane Noltenius. Sie sind Musikerin, Sängerin, Gesangslehrerin und wenn ich es recht gelesen habe, katholisch groß geworden, haben dann einen evangelischen Mann geheiratet und mit ihm gemeinsam vor 20 Jahren etwa den Baha'i-Glauben entdeckt und in diesem Glauben auch ihre drei Töchter erzogen, die auch jetzt sich als Baha'i erklärt haben. Und seit anderthalb Jahrzehnten engagieren sie sich in Bremen in der Baha'i-Gemeinschaft in allerlei Projekten und unter anderem auch als Dialogbeauftragte, wie man das heute vielleicht nennen könnte. Und als solche sind Sie hierher gekommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Noltenius. Ich begrüße herzlich Ali Faridi. Sie sind geboren im Iran, in Shiraz und sind in den frühen 20er, also in den späten 60er Jahren, Sie selbst waren Mitte 20, nach Deutschland, genauer nach Hannover gekommen, von Haus aus Ingenieur, einige Zeit auch in diesem Beruf gearbeitet und haben sich dann als Kaufmann selbstständig gemacht mit einem Laden, den in dieser Stadt Hannover viele kennen, einen Teeladen. Vor allem aber sind Sie bekannt in Hannover und darüber hinaus als jemand, der sich im interreligiösen Dialog stark engagiert. Sie waren lange Jahre Sprecher einer Gruppe, die sich Religions for Peace, also Religionen für den Frieden, nennt. Eine in Deutschland an vielen Orten verbreitete Initiative. Und Sie waren einer derjenigen, der dieses Haus, in dem wir hier sprechen, das Haus der Religionen, mit aufgebaut hat, Gründungsmitglied und sind auch Mitglied im Rat der Religionen der Stadt Hannover, der hier das Haus der Religionen leitet. Herzlich willkommen, Herr Faridi. Danke. Ich grüße sehr herzlich Peter Antes. Sie muss man, das habe ich schon beim ersten Mal, als Sie bei uns waren, gesagt, Sie muss man in Hannover nicht vorstellen, aber da auch andere zusehen werden, die nicht in dieser Stadt wohnen, tue ich es dennoch. Sie haben katholische Theologie, Religionswissenschaft und Orientalistik studiert und dann, das erlebt man selten, in zwei der drei Fächer, die Sie studiert haben, promoviert und im dritten sich habilitiert, nämlich in der Religionswissenschaft, waren vier Jahrzehnte hier Professor für Religionswissenschaft, sind jetzt eigentlich im Ruhestand, aber wie man heute Abend wieder sieht, nur eigentlich in Wirklichkeit immer noch aktiv und wir freuen uns, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Herr Antes. Danke. Applaus
Mein Name ist Wolfgang Reinbold. Ich bin der Beauftragte für den christlich-muslimischen Dialog in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und heute, wie Sie das gewohnt sind, der Moderator. Herr Faridi, ich beginne einmal mit der Frage, die mir am meisten gestellt wird und die ich auch jetzt in der Vorbereitung am häufigsten gefunden habe im Internet. Die Baha'i eine islamische Sekte? Stimmt das? Sind Baha'i Muslime? Baha'i sind genauso eine islamische Sekte, wie Christentum eine jüdische Sekte wäre. Ist es aber nicht der Fall. Baha'itum ist natürlich auf dem Boden des Islam entstanden, genauso wie Christentum auf dem Boden des Judentum entstanden ist. Allerdings sehr früh und für sich gleich zu Anfang wurde der Anspruch des ersten Offenbarer der Baha'i-Religion. Baha'i-Religion ist vielleicht die einzige Religion, die eben zwei Offenbarer und Propheten hat. Der erste Offenbarer der Baha'i-Religion erhob den Anspruch im Shiraz, dort wo ich auch herkomme, 1844, dass er Verheißene des Islam und gleichzeitig auch Verheißene alle anderen Religionen ist. Also so eine Art Messias, kann man das sagen, sowas christlich-jüdisch an? Könnte man ja durchaus als solches nennen. Allerdings die Vorstellungen von Messias und die Vorstellung der Muslime von ihren Qaim oder Mahdi sind ganz andere als eben die Vorstellungen oder auch der Anspruch, die der Bab später formuliert hat. Während die Muslime so einen Mahdi erwarteten, der mit dem Schwert die Religion des Islam verbreitet, war der Bab von Anfang an gegen jegliche Auseinandersetzungen verbal oder auch so anders geartet. Und der Bab ist dieser Offenbarer, ist das sein Name oder ein Titel? Der Bab ist ein Titel, sein eigentlicher Name war Seyyed, ist ein Titel, der seine Beziehung zum Propheten Mohammed bezeichnet, Ali Mohammed, Seyyed Ali Mohammed. Seyyed Ali Mohammed, ja. Und der Bab bedeutet auf Arabisch das Tor. Damit hat er sich praktisch als eben Zugang oder Tor zu einem anderen Offenbarer dargestellt, der nach ihm kommen würde. Aha. Und diesen Kuppel, den Sie in Haifa gesehen haben, ist sein Grabmal. Und sein Anspruch wurde zurückgewiesen, er wurde verfolgt und er war ungefähr 25 Jahre alt, als er dann diesen Anspruch erhob, und mit 31 Jahren wurde er hingerichtet und es hat gut 60 Jahre gedauert, bis sein Leichnam in Haifa ankam und dort beigesetzt wurde. Aber darauf kommen wir vielleicht später zurück. Der Anspruch der Baha'i-Religion war der Anspruch auf eine neue Offenbarung. Als letztes oder vorletztes Glied, wenn wir von Bab sprechen, in eine Kette an Offenbarungen, die im Verlauf der Geschichte der Menschheit eben als ein Prinzip des fortschreitenden Gottesoffenbarung von Baha'i bezeichnet wird. Und das ist auch an für sich eine Kernaussage der Baha'i-Religion. Die Baha'i glauben an einen Schöpfergott, an einen liebenden Gott. Er ist der liebende Vater und auch gleichzeitig die fürsorgliche Mutter. Der interessiert sich für seine Schöpfung, für die Menschen.
Daher gibt dem Menschen Rechtleitung. Wie eben liebende Eltern, erzieht der Schöpfer, ja, durch die Offenbarer. Und das heißt, er spricht immer mal wieder zu ihnen so, mal, genau, dann und dann und dann und dann. Und genau, eben, ja, durch Mohammed und dann durch, genau, Gott, den, der da kommen soll. Gott spricht immer zu den Menschen von Anfang an, wo der Mensch eben in der Lage war, über, ja, sich nachzudenken. Das ist eben eine Offenbarungskette, die deren Anfang Jahrtausende zurückliegt, ja, und es wird auch nie enden. Insofern, Baha'i bezeichnen Baha'u'llah als vorläufig letztes Glied. Und Baha'u'llah ist dieser von Ihnen zitierte zweite Offenbarer, genau, dann, ja? Genau, Baha'u'llah, ja, ist der von Bab angekündigte zweite Offenbarer. Ja. Und Baha'u'llah hat sehr viel deutlicher formuliert und herausgestellt, dass die Baha'i-Religion eine eigenständige Religion ist. Und eigentlich auch der Bab hatte von Anfang an dieselbe Behauptung gehabt. Darum hat er auch so kurz nach seiner Offenbarung seine Gemeinde neue Gesetze und neue Linien, wie man sagte, so damals oder immer noch heißt es Scharia. Als erstes wurde eben diese islamische, schiitische, okay, Scharia, ja, als abgeschafft erklärt und einen vorläufigen ihnen gegeben, bis eben der nächste Offenbarer, der auch kurz nach ihm erscheinen sollte, ihnen eben, ja, die neue Rechtleitung zukommen lässt. Insofern ist von Anfang an so gewesen. Also im Islam entstanden und dann aber schon sehr bald eigenständig geworden mit dem Anspruch, eine eigenständige neue Religion zu sein, kann man das so sagen? Baha'u'llah war ein Muslim, ja, der Bab auch. Aber der Anspruch war eben ein Offenbarer für alle Menschen, ja, nicht nur für Muslime, ja, sondern von Anfang an hat er alle Menschen angesprochen. Ja. Wie sieht das die Religionswissenschaft? Ja, das ist das interessante Phänomen, dass natürlich hier jemand aus einem islamischen Milieu kommt und erklärt, dass er eine Offenbarung hat, die für alle Menschen relevant ist. Und damit stellt er sich außerhalb jenes Glaubens, der typisch ist für die Muslime, nämlich dass in Mohammed und durch ihn die Offenbarung zum letzten Mal und abschließend gekommen sei. Es ist ja interessant, gerade in der Geschichte der Religionen zu sehen, dass vor allen Dingen bei den monotheistischen Religionen immer wieder diese Idee eine Rolle spielt, dass die Offenbarung abgeschlossen sei. Im Judentum noch bevor die Offenbarung im Christentum weitergeht, dann für die Christen abgeschlossen mit dem Tod der letzten Apostel, wie man immer sagt. Und damit kann keine weitere Offenbarung nachher mehr kommen. Damit ist praktisch ausgeschlossen jeder Anspruch des Islam, dass im Islam eine neue Offenbarung gekommen sei. Und etwas Ähnliches passiert in der islamischen Geschichte, wenn nachher irgendein Prophet kommt und behauptet, er sei ein Prophet mit einer universalen Botschaft. Das Interessante für uns ist, dass wenn wir diese Geschichte in der Reihe sehen, wir sagen müssen, die Offenbarungsanforderung und der Offenbarungsanspruch ist sozusagen nie definitiv erloschen. Weder haben sich die Christen abhalten lassen, die jüdische Vorstellung vom Ende der Offenbarung zu übernehmen und haben ihre eigene Offenbarung als zusätzlich begriffen. Noch haben die Muslime sich abhalten lassen, Ähnliches, ja, für das Christentum zu übernehmen. Und in der Perspektive der Muslime, vor allen Dingen auch heute in Iran, ist die Baha'i-Religion ein Angriff sozusagen auf eines der fundamentalen Glaubensprinzipien ihrer eigenen islamischen Religion, indem also hier
verkündet wird, es geht weiter mit der Offenbarung im 19. Jahrhundert. Und, das ist nun interessant, die Bahá'í-Religion hat als einzige mir Bekannte jetzt auch diesen Bogen mit Bahá'u'lláh nicht geschlossen, sondern sagt, es wird auch weitere Offenbarungen geben, allerdings nicht gleich. Es ist auch schwierig zu erkennen, wann ein Auftritt, der in diesem Sinne als Offenbarer gilt. Aber interessant ist vor allen Dingen mit Blick auf das 19. Jahrhundert, dass die Sequenz zwischen dem Bab und dem Bahá'u'lláh nur wenige Jahre war. Also da ist der Abstand sehr gering, währenddem dann nachher gesagt wird, also das nächste Mal wird es vermutlich so 1000 Jahre dauern, das braucht uns im Augenblick dann nicht zu beschäftigen. Da kommt dann noch jemand. Aber da kommt ein neuer. Und der Grundgedanke ist natürlich dann im 19. Jahrhundert der gewesen, dass es auch in den Offenbarungen und in den Religionen so etwas wie eine Evolution gibt. Ja. Einen wirklich signifikanten Fortschritt, weshalb man sagen kann, alle voraufgehenden Religionsgründer waren in ihrem jeweiligen soziokulturellen Milieu eingebettet, gute Erklärer und Deuter, aber mit dem Fortschritt des Denkens und nicht zuletzt der Wissenschaft und der gesellschaftlichen Entwicklung hat sich vieles davon verändert und überlebt. Und die Neuadaptation, die wird jetzt in der Bahá'í-Religion gesehen. Ja, gut. Die zweite Frage, die mir sehr häufig begegnet und die man auch im Internet überall findet, ist die Frage, Israel, Bahá'í-Religion, sind das Israelis oder was haben die mit dem Judentum zu tun? Wieso ist das in Israel dieses Zentrum? Was verbindet die Bahá'í damit? Bahá'u'lláh, von dem Herr Faridi ja gerade erzählt hat, der dann auf den Bab folgte, seine Offenbarung in Iran empfangen hat, wurde verfolgt, eben aus diesen Gründen, die wir gerade gehört haben. Ja. Die muslimische Geistlichkeit hat ihn nicht anerkannt und hat ihn verfolgt und auch der Schah von Iran. Bahá'u'lláh wurde dann verbannt aus dem Land, nachdem er erst einige Monate im Gefängnis war, wurde er aus dem Land verbannt, aus Iran, an verschiedene Orte, zuerst nach Bagdad, dann nach Konstantinopel, Edirne, immer weiter weg, um dort keinen Einfluss auf die Menschen nehmen zu können, was immer wieder passierte. Also Türkei heute beides. Edirne ist Türkei, Istanbul und Edirne genau, auch Türkei. Ja. Und von Edirne, damals Adrianopel, wurde er wieder verbannt in die Stadt Akku, oder Akka, die damals zum Osmanischen Reich gehörte, ebenfalls wie Edirne, wie Adrianopel, Konstantinopel natürlich. Und das war eben eine berüchtigte Gefängnisstadt und dort hoffte man dann Bahá'u'lláh zum Schweigen zu bringen. Und da wurde er eingekerkert und war Gefangener, war dann bis zum Rest seines Lebens, also 25 oder fast 30 Jahre lang, stand er dort unter Hausarrest. Er durfte dann, nachdem dieser Arrest gelockert wurde, die Stadt schon verlassen, aber hat dann die Gegend um Akku herum nie wieder verlassen. Deswegen, und dort ist er gestorben und auch beigesetzt, seine sterblichen Überreste. Deswegen ist das für die Bahá'í der heiligste Ort auf der Erde. Und das war damals ja gar nicht Israel, das war auch nicht Palästina, war das Osmanische Reich. Ja. Und die politischen Entwicklungen haben sich so ergeben, dass das jetzt zu Israel gehört. Also jetzt zugespitzt, er ist irgendwohin in die letzte Ecke des Osmanischen Reiches. Und dass das heute Israel ist, ist einfach ein Zufall. Genau. Hat überhaupt nichts zu tun. Es gibt keine besondere Beziehung der Bahá'í zum Staat Israel. Nein. Ja. Hätte irgendwo anders sein können. Also für mich als Bahá'í irgendwie, ich denke, es ist das heilige Land, irgendwie, es passt. Aber es passt. Ist jetzt meine ganz persönliche Interpretation. Aber das ist. Es hätte auch passieren können, dass er nach, was weiß ich, Westspanien oder so. Das war völlig der Willkür des Sultans damals. Aber wenn ich das noch sagen darf,
das Heilige Land ist zutreffend. Das ist aber nicht identisch dann mit dem Staat Israel, der politisch eben später etabliert wurde. Ja. Natürlich in der heutigen Diskussion leicht missbraucht wird, indem man dann unterstellen kann, einer Verschwörung zwischen Israel und den Baha'is oder irgend so etwas, was historisch ohne jede Begründung ist. So etwas gibt es und hat keinerlei Grund in den Fakten. Bevor ich zur zweiten Runde komme und Sie frage, was dieses Wort bedeutet und dann wir ein bisschen uns den Kern der Religion näher anschauen, haben wir einen Einspieler vorbereitet. Wir kooperieren seit der letzten Sendung ja mit der Evangelischen Integrierten Gesamtschule in Wunsdorf. Und unser Filmteam ist mal in die große Pause gegangen und hat mal die Schüler und Schülerinnen gefragt, wer sie denn meinen, wer oder was die Baha'i sind. Und dies ist dabei herausgekommen. Wer oder was sind die Baha'i? Keine Ahnung. Vielleicht eine Insel? Irgendwelche Inselbewohner? Sind das Inseln in der Karibik? Sind das vielleicht Berge? Ich finde, das klingt nach Essen. Irgendein Gericht? Irgendwas Undefinierbares. Das hört sich nach irgendeinem Tier an oder sowas. Nach Fischen. Ja, sowas mit vier Beinen und so. Also, das ist, glaube ich, ich kann mir vorstellen, das sieht irgendwie aus wie so eine Gazelle oder sowas. Eine Haiart? Weiß ich nicht, irgendein Volk oder so könnte es sein. Klingt mehr so nach einer Menschenart. Ist das vielleicht so eine Art Volk oder sowas? Oder so eine Lebensart? Ich finde, das klingt so wie so ein komischer kleiner Volksstaat oder so. Irgendwas Afrikanisches. Diese Buddhisten, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Leute, die immer so fett sind mit den abrasierten Haaren. So. Ausländisch irgendwie. Ja, irgendwie so indisch in die Richtung, irgendwie so nach, irgendwie so Glaubensart oder so. Ich glaube, das ist irgendeine Mischung aus Religion. Die wollen eine Religion mit der ganzen Welt machen. Das ist eine Gruppe, die aus Judentum, Christentum und Moslems besteht. Eine Religion. Eine Religion. Eine Religion aus dem 19. Jahrhundert, die aus Judentum, Muslimen, also Islam und Christentum besteht, die eine Religion für die ganze Welt sein sollte. So haben wir es gelernt. Jetzt machen wir doch mal das, was bei Frank Plassberg der Faktencheck heißt. Ist das richtig gelernt? Also eine Religion aus dem 19. Jahrhundert, Juden, Christen und Muslime sind vereint. Baha'i zählt dann für sich zu den abrahamitischen Religionen, aber gleichzeitig... Also Sie berufen sich auf Abraham, den Vater. Eigentlich so, ja, gelegentlich kommt vielleicht das Wort Abraham hier und dort vor, aber wir glauben, dass alle offenbarte Religionen von dem einen und demselben Gott stammen. Das heißt, auch die nicht-abrahamitischen Religionen wie Buddhismus, Hinduismus und auch eigentlich bis hinein zu den vielen Naturreligionen, die es gegeben hat, die sind zum großen Teil alle göttlich inspirierte Lehren gewesen. Denn es wäre eigentlich auch der Menschheit gegenüber nicht gerecht, wenn Gott sich nur auf bestimmte Völker konzentriert hätte und alle anderen außer Acht gelassen. Ja, also nicht nur Judentum, Christentum und Islam, sondern auch Buddhismus, Hinduismus, genau, die indischen Religionen. Die Baha'i sind der Auffassung, dass alle diese Religionen einen gemeinsamen Kern haben. Und eigentlich, es gibt nur einen Gott und dann kann es auch nur eine Religion geben. Weil ebenso der Gott, der auch als Erzieher der Menschheit fungiert, wird nicht verschiedene sich widersprechende Erziehungsmethoden irgendwie installieren, sodass eben die Menschen dann sich gegeneinander
aktivieren. Aber nun sind diese Religionen doch sehr unterschiedlicher Meinung. Also die sind sich ja untereinander oft ja, also sind sehr unterschiedlich und sich auch oft gar nicht grün. Sicherlich. Ja. Es gibt bestimmte Bereiche der Religionen. Das ist vor allem der Bereich, die Bereiche der Ethik, Moral und eben die Attribute wie Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Nächstenliebe. Diese Bereiche sind eben die Kernbereiche der Religionen, die sich nie verändern. Die bleiben immer erhalten. Insofern, so gesehen, sind die Religionen alle eins. Aber es gibt auch Bereiche der Normen, der zeitlich bedingte, die Bereiche der Liturgie, Gottesdienst, andere Gesetzgebungen hinsichtlich Heirat. Wo das sehr auseinander geht. Ja, die nicht, gehen auseinander. Ja. Die sind eben die zeitbedingten Bereiche. Aber das Wesentliche ist eben dieser gemeinsame Kern. Und dieser gemeinsame Kern ist in allen Religionen gleich. Oder annähernd. Und das ist das, was dann der Offenbarer der Bahá'í-Religion gewissermaßen sagt, dieser Kern, den alle gleich haben? Genau, diesen Kern, den alle gleich haben, hebt er vor mit bestimmten Akzentuierungen, zeitbezogene, mit dem Ziel eben in eine kommende globale Welt, von dem damals noch nicht viel sichtbar war, dass eben die Menschen in praktisch Empathie zueinander agieren, indem sie eben ohne Vorurteile hinsichtlich der Rasse, des Geschlechtes oder auch der Religion miteinander verkehren, wie Baha'u'llah formuliert, in liebevolle Verbundenheit miteinander umgehen und gemeinsam aufgrund der gemeinsamen Werte Grundlagen legen, mit dem die Menschheit eben seine Bestimmung entgegengehen kann. Mhm. Und die Bestimmung des Menschen ist vor allem seine geistige Entwicklung. Ja. Aber um sich der Mensch geistig zu entwickeln, braucht auch natürlich materielle Sicherheit. Und insofern auch die Bereiche, die materiellen Bereiche werden auch von Religionen erfasst. Und das Ziel ist der einzelne Mensch, aber auch die Gesellschaft. Ja. Also dieser Kern, so eine Art Moral, die alle gemeinsam haben, Empathie, haben Sie gesagt, die dann im Grunde für die globale Welt, die es damals in dieser Form, wie wir sie heute haben, noch nicht gab, aber so etwas entwickelt wird. Sie müssen noch kurz sagen, was heißt das denn, das Wort Baha'i? Hat das eine Bedeutung? Oder? Ja, das hat zunächst mal eine Bedeutung, die wörtliche Bedeutung. Ja. Das Wort Baha an sich heißt übersetzt Licht oder Helligkeit. Ah. Und Baha'u'llah ist ein Titel, der Stifter der Baha'i-Religion. Sein ursprünglicher oder eigentlicher Name war Mirza Hossein Ali. Mirza Hossein Ali aus Nur. Und der Titel Baha'u'llah wurde in den Schriften der Vorgängerpropheten, des Vorgängerpropheten Bab erwähnt, aber er hat sich eben als, er wurde von seinen Freunden und Anhängern, bevor er sich als der neue Offenbarer bekannt gab, wurde als Baha angesprochen. Also Licht. Licht. Ja. Und daher kommt Licht Gottes, heißt das dann. Ja. Und sind das dann, also die Baha'i sind die Lichtleute, kann man das so sagen? Die Menschen des Lichts, so etwas? Ja, man sagt das, aber wir sagen es eigentlich nicht. Sie übersetzen es gar nicht, oder? Ja, oder wir sind Leute, die eben an Baha'u'llah glauben. Ja. Das ist es. Ja. Die Christen an Christus glauben, sind die Baha'i, die Anhänger von Baha'u'llah. Die Christen sind die Christus-Leute und die Baha'i sind die Baha'u'llah-Leute.
Das ist, verstehe ich, ja. Ganz wichtig habe ich gelernt und gelesen, ist im Bahaitum, sagt man Bahaitum, ja, so, die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Was steckt da dahinter? Was genau bedeutet das für die Bahai? Bahá'u'lláh lehrt, dass die Seele des Menschen völlig unabhängig von Geschlecht, von sonstigen Attributen ist, dass jedes menschliche Wesen, sagen wir es so rum, andersrum, dass jedes menschliche Wesen eine Seele hat, die hat kein Geschlecht, die ist vor Gott gleichwertig. Und das bedeutet für unsere jetzige Zeit, dass Männer und Frauen gleichberechtigt leben, gleiche Bildungs-, Erziehungsmöglichkeiten haben sollen, gleiche Ausbildung, Berufsmöglichkeiten haben sollen, in allen Bereichen dieselben Rechte haben. Bahá'u'lláh sagt, solange die Frau noch nicht in allen Bereichen der Gesellschaft gleichwertig wirken kann wie der Mann, wird der Friede der Gesellschaft noch nicht umgesetzt werden können. Es ist ja auch so, dass Erziehung ja ein ganz hohes Prinzip ist in der Bahá'í-Religion und dass Mädchen und Jungen auch die gleichen Bildungschancen haben sollen, beziehungsweise wenn Familien nur materielle Mittel haben für die Erziehung von einem Kind und sie haben ein Mädchen, einen Jungen, dann wird die Erziehung des Mädchens vorgezogen. Aha. Als zukünftige Mutter, als zukünftige erste Erzieherin der neuen Generationen ist die Erziehung und Bildung der Mädchen eben hat das, in diesem Fall Vorrang. Aber das heißt, man nimmt sie im Zweifel dann wichtiger als die Erziehung der Jungs? Ja. Nur eben, wenn diese materiellen Mittel nicht ausreichen. Bahá'í-Gemeinden sind andererseits angehalten, auch dann, wenn eine Familie nicht genügend materielle Mittel hat, da auch zu unterstützen. Also ich persönlich kenne nicht solch einen Fall, aber es ist von Bahá'u'lláh so vorgesehen. Für mich heißt es so, dass es eben die Bedeutung der Erziehung gerade auch der Frauen, der Mädchen und der Frauen sehr hervorgestellt wird. Herausgestellt wird. Ja. Mhm. Ist das Bahaitum eine Buchreligion, kann man das sagen, so wie Christentum, Judentum also und Islam? Nicht, das ist aber später dann doch auch zu einer Art Buchreligion geworden, weil dann die Aussprüche gesammelt wurden und zusammengestellt. Ich glaube, um nochmal auf den Punkt von vorher zu kommen, wir sehen gerade eben auch das Äußere des 19. Jahrhunderts in der Bahá'í-Religion in der Form, dass einerseits es ja das Jahrhundert ist, in dem zum ersten Mal die Rechte der Frau richtig politisch in die Debatte geworfen wurden und andererseits auch die Terminologie der Evolution eine zentrale Rolle spielt. All das kehrt nun in der Bahá'í-Religion wieder. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass in einem islamischen Milieu derartige Aussagen, dass man im Notfall eher dem Mädchen statt dem Jungen die Ausbildung zuteilwerden lässt, besonders provokativ auffallen. Obwohl man umgekehrt sagen muss, dass es unter den Ismailiten später dann auch Positionen dieser Art gab. Es ist also nicht auf die Bahá'í-Religion also beschränkt. Also muslimische Gruppierung, ja. Ja, innerhalb des schiitischen Islam gab es dann schon solche Entwicklungen. Aber mit die ersten waren zweifellos die Bahá'ís gewesen und haben von daher natürlich vielleicht auch eine gewisse Bedrohung für das klassische Establishment in der islamisch-schiitischen Gesellschaft dargestellt. Also ein Grund, warum Sie da verfolgt wurden? Nicht der einzige, also der primäre Grund war zweifellos die Tatsache, dass wir es hier mit einem Offenbarungsanspruch zu tun haben, der nach Mohammed im 19. Jahrhundert artikuliert wird. Aber
es kommen sicher auch soziale Dinge dazu. Ja. Und von daher natürlich auch die massive Verfolgung. Und diese massive Verfolgung bleibt ja nicht auf das Leben von Baha'u'llah beschränkt, auch nicht auf die Anhänger, die ja ursprünglich eine eigene Gruppe waren, sondern diese Verfolgung hat ja dann nach dem Sturz des Schahs in Iran eben erneut eingesetzt unter dem Regime von Khomeini und den Ayatollahs. Also hält bis heute an, kann man im Grunde sagen, ja. die Verfolgung der Baha'i im Iran. Bevor wir auf diese politischen Themen kommen, nochmal die Frage, gibt es sowas wie ein heiliges Buch bei den Baha'i? Oder muss man da neu denken, wenn man von Judentum, Islam, Christentum herkommt? Ja, in Islam ist es üblich, dass man die Völker, die Religionen, Christentum und Judentum als Völker des Buches bezeichnet. Ja. Und ich wurde einmal auf einem Nürnberger Forum von einem Vertreter des Islams, ich glaube, der kam aus einem theologischen Institut, gefragt wurde, ob ihr auch ein Volk des Buches seid. Ich habe gesagt, ihm geantwortet, wir sind ein Volk einer Bücherei. Eine Bücherei? Eine Bücherei, ja. Denn, also wie die Christen auch. Ja. Die Bücherei in dem Sinne, dass wir nicht nur ein Buch haben, ja, sondern die Schriften Baha'u'llah, die übrigens auch zu seiner Zeit einiges zusammengesetzt wurden. Das wurde diktiert und niedergeschrieben. Ist das viel? Die machen die zusammen um die 100 Bände aus. 100 Bände? Ja, und hinzu kommen natürlich auch so autoritative und Interpretationen. Und das haben Sie alles gelesen, nehme ich an, ja, oder? Ja, es gibt doch das Kitab Aqdas. Ja, es gibt Kitab Aqdas, ist praktisch das Wichtigste. Jetzt müssen Sie es übersetzen. Kitab Aqdas. Das ist das heiligste Buch. Das heiligste Buch. Ja, das ist das Wichtigste, aber es sind auch sehr viele Bereiche des Lebens, der Ethik oder auch so Gesetz, die eben außerhalb des Kitab Aqdas sind. Insofern dazu zählen noch viele andere Bücher. Ja. Und ob die Baha'i-Religion eine Religion des Buches ist oder nicht, kann ich so sehr betont bejahen. Die Baha'i-Religion versteht sich als dezidiert Buchreligion. Und das ist auch, da macht auch eigentlich den großen Unterschied zum Islam aus. Ja. In der Baha'i-Religion zählt nur das offenbarte Wort von Baha'u'llah und die autoritative Interpretationen von nur zwei Personen. Es ist sein Sohn Abdu'l-Bahá und sein Großenkel Shoghi Effendi. Der Sohn und der Großenkel. Der Großenkel. Es gilt nur, was zwischen zwei Buchdeckeln geschrieben wurde und nicht irgendeine mündliche Tradition. Genau, so. Die mündlichen Traditionen, Erzählungen, ja, Berichte, die sind zwar da, aber die haben so keine Autorität und keine Gültigkeit. Es zählt nur das, was geschrieben ist. Insofern, ja, die Gefahr besteht nicht, dass man die Schrift missbraucht. Das heißt, dem ist es schon ein Riegel vorgeschoben. Und zwar ist die Schriftexegese durchaus gewollt und auch empfohlen. Wir werden alle praktisch dazu ermutigt, uns in die Schriften zu vertiefen, um daraus eigene Erkenntnisse zu gewinnen. Ja. Aber das, was ich daraus entnehme, ist für mich, ich kann auch darüber mich unterhalten, erzählen, darüber auch schreiben, aber das gilt nur für mich, nicht für andere. Das heißt, ich darf nicht aufgrund dessen irgendeine neue Richtung eröffnen oder auch eine Gruppe oder eine Clique um mich bilden. Und daher, das ist auch eigentlich ein Schutz der Baha'i-Religion gewesen. Daher gibt es auch nur eine Baha'i-Religion und nicht verschiedene Richtungen. Es hat zwar Versuche gegeben, das in dieser Art praktisch
aufzuteilen, aber es ist bislang immer misslungen. Ja, nur stelle ich mir das gerade kompliziert vor, wenn jeder das für sich so deutet, gibt es nicht irgendwo eine zentrale Instanz, die die Dinge vorgibt? Das ist doch sonst bei, ich weiß nicht, wie viel Bahai gibt es auf der Welt? Die 7 bis 8 Millionen. 7 bis 8 Millionen, genau. Wenn jetzt jeder für sich das Buch liest und die Auslegung nur für ihn gilt, dann... Also, ich meine, erstmal muss man ja auch zu sagen, es ist die einzige oder die erste Religion, die wirklich die Schriften im Original hat, des Offenbarers, der Offenbarer. Von ihm selbst geschrieben. Von ihm selbst geschrieben oder von Sekretären, die aber dann, also die Schriften sind von ihm autorisiert. Es gibt auch Schriften des Bab, haben wir auch im Original. Ja. Das ist ja schon was sehr Besonderes. Und, also religionsgeschichtlich ist es nicht einmalig. Da gab es schon mal den Mani, der allerdings das Pech hatte, dass die von ihm gegründete Weltreligion als einzige dann unterging. Aber wir haben sehr, sehr viele Bücher auch, Auslegungen dazu, und wir haben das in den Originaltext in hunderten von Sprachen übersetzt. Ist auch sehr wichtig, dass jeder Bahai oder jeder Mensch es lesen kann in seiner Sprache. Und es geht nicht darum, dass dann 7 Millionen verschiedene Interpretationen da sind, aber dass jeder Mensch auch auf seinem Stand, auf seinem Verständnis, mit seinem Verständnis auf dem Weg zur Wahrheit gehen kann. Ja. Und nicht dann Gruppen gebildet werden können, die sagen, also das ist die Auslegung, das ist so und so zu verstehen und nur das ist das Richtige. Es sind ja auch viel mystische Texte dabei. Bahá'u'lláh sagt selber, für die Meditation sollen wir uns sehr viel Zeit nehmen. Es gibt keine Instanz, die gewissermaßen garantiert, dass die Auslegung in der Bahá'í-Gemeinde auch in die richtige Richtung geht, die irgendwie gewissermaßen darüber wacht. Dass es gibt eine Instanz, die, sagen wir mal, darüber wacht, dass es nicht solche Gruppierungen entstehen, aber ansonsten ist es jedem frei zu sagen, ich verstehe das so und für mich bedeutet das so und so. Also mal ein Beispiel, es gibt da Gebote, zum Beispiel das Gebot oder das Verbot, Alkohol und berauschende Mittel zu sich zu nehmen. Ich finde, das ist sehr einfach. Entweder man trinkt Alkohol oder man trinkt Alkohol nicht. Aber es gibt das Gebot, das Verbot der üblen Nachrede. Und das ist etwas, was schon sehr viel schwieriger auszulegen ist. Und da geht es darum, manchmal muss man ja vielleicht mit jemand anderen auch etwas besprechen, rein sachlich und so weiter, wo auch negative Dinge über jemand anders zur Sprache kommen, die dann in diesem Zweiergespräch vielleicht auch bleiben mögen. Aber es kann auch sein, dass das schon üble Nachrede ist. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist schwer zu entscheiden. Und das ist etwas, was dann auch jedem selber überlassen ist, das zu für sich zu leben und zu lernen. Es gibt aber doch dieses sogenannte universale Haus der Gerechtigkeit Haifa. Und haben die keine steuernde Funktion, irgendwie kontrollierende Funktion über das, was gelten soll im Leben? Also das universale Haus der Gerechtigkeit, die Führungsinstitution seit 1963, wird nimmt zu seinen Entschlüssen, zu seinen Entscheidungsfindungen immer Bezug auf die Originalschriften beziehungsweise auf die Interpretationen von Shoghi Effendi und Abdu'l-Bahá. Und viele Menschen stellen auch Fragen ans universale Haus, also auch viele Bahá'í ganz einfache Bahá'í, sage ich jetzt mal. Und es gibt diese Antworten auch zusammengefasst dann, oder werden dann verbreitet. Und das universale Haus sagt nie, das und das ist das Richtige und so weiter, wenn es nicht völlig eindeutig ist, aber dann würde man wahrscheinlich gar nicht fragen. Dann muss man sich dran halten. Sondern das universale Haus gibt einem Hinweise, wo man die richtige... Was passiert jetzt mal, wenn ich jetzt das irgendwie doof finde, was die mir da schreiben? Gibt es dann Probleme, wenn ich eine Lehrmeinung des universalen Hauses ignoriere oder gar mich dagegen stelle?
oder? Ja, das Universale Haus ist eigentlich für zwei Bereiche zuständig. Einmal Gesetzgebung bei den Sachverhalten, die nicht direkt im Buch erwähnt sind. Ja. Oder auch Gesetze, die praktisch schon erwähnt worden sind, aber die genaue Ausrichtung oder das sind praktisch so, manche Gesetze sind wie eine Art so Skelett, das man so mit Fleisch füllen muss. Oder auch so Bereiche, die jetzt gar nicht aktuell sind und vielleicht in 100 Jahren oder so. Ja. Für diese Bereiche ist dann das Universalhaus zuständig. Aber nun gibt es aber doch, wenn ich jetzt aus meiner leinhaften Lektüre, ich habe mir dieses heiligste Buch mal angesehen, da gibt es ja nun Sätze, wo ich sagen würde, also mit dem, was in unseren deutschen Gesetzen steht, stimmt das nicht immer überein. Es gibt zum Beispiel eine Todesstrafe, wenn ich das recht gesehen habe, auch für Brandstifter oder sowas steht in diesem Buch drin. Muss man das dann machen oder wie gehen Sie mit sowas um, mit solchen ja, im Grunde doch Geboten, würde ich jetzt sagen. Ja, ich meine, ich kann auch konkret auf diese Sache eingehen, klar. Aber es gibt auch so natürlich bei diesen Sachen Erläuterungen. Auch so, wenn man das Kitab Ardas in die Hand nimmt, das ist ein kleiner Teil, ist das Buch selbst, der Rest sind Erläuterungen. Aber bei den Strafgesetzen des Kitab Ardas, da musste man dann für sich auch so in Kontext der fortschreitenden Gottesoffenbarung sehen. Denn wir wissen, dass die Gesetzgebung in Tora sehr, sehr streng war. Es gibt etliche Fälle, wofür eben die Todesstrafe steht. Ja. Im Christentum gibt es kaum Gesetze in dem Sinne. Und die Frage, ob die torahischen Gesetze für Christentum die Gültigkeit haben oder nicht, ist auch nicht so ganz unumstritten. Ja. Ich verstehe. Und insofern würde ich sagen, so, dass in Vergleich zu der Gesetzgebung von Tora oder auch des Korans ist die Gesetzgebung von der Bahai-Religion auch in diesem Kontext zu sehen. Insofern wird sie weiterentwickelt? Das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich nicht verstehe. Muss man tun, was dort steht, oder kann man sagen, das ist ein 150 Jahre alter Text, wir entwickeln ihn heute als Bahai weiter und machen was anderes mit? Zum Beispiel ich denke, in diesem Fall, eigentlich steht selbst im Buch. Ja. Es ist eigentlich, wenn, da haben Sie vollkommen recht, in der Bahai-Gesetzgebung steht auf heimtückischer Mord und schwere Brandstiftung die Todesstrafe. Allerdings, es ist vielmehr eine Normgebung, denn gleich an derselben Stelle steht, dass auch eine lebenslängliche oder eine andere Strafe wäre auch im Gottes Sinne. Ja. Das heißt, es ist nicht so streng, dass praktisch jeder, der mordet oder auch so brandstiftet, irgendwie gleich zu Tode kommt. Und das ist insofern, das ist in erster Linie eine Normgebung. Damit macht Baha'u'llah wichtig, wie wichtig ein menschliches Leben ist. Und das heißt, derjenige, der vollkommen bewusst einem anderen das Menschenrecht auf Leben nimmt, muss wissen, was er tut, was er getan hat. Die Wichtigkeit des menschlichen Lebens wird hervorgehoben und indem er auch so gleich, auch in dem heiligen Text steht, eine lebenslängliche oder eine andere Strafe wäre angenehm, ist schon selbst relativ. Wir müssen nicht irgendwie das ändern. Vielleicht kann man dazu sagen,
Ich will nur sagen, das ist Ihnen ja, also wenn man gerade im Internet, es gibt harte Stimmen von Aussteigern, die sagen, die Baha'i wollen die Welt steuern und seht euch diese Gesetze an, das können wir so nicht machen, das führt uns in eine merkwürdige Welt hinein. Also vielleicht kann man erst mal sagen, diese Gesetze und viele Gesetze aus dem Ketawa-Akt, das sind noch gar nicht, auch für die Baha'i, noch gar nicht verbindlich. Ja. Und die Baha'i-Gemeinde, die weltweite Baha'i-Gemeinde wird niemals Gesetze erlassen können, sowieso nicht, weil sie sich immer dem Gesetz der Länder, in denen die Gemeinde gerade ist, in denen man lebt, unterwirft. Also sie wird nicht gegen eine Regierung, also irgendwelche Gesetze durchsetzen können, geht gar nicht und auch nicht wollen. Solche Gesetze wie das angesprochene gelten für eine zukünftige Gesellschaft, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, in der Menschen nach den Grundsätzen Baha'u'llahs sich freiwillig entschlossen haben, die Mehrzahl der Menschen freiwillig entschlossen haben, nach den Grundsätzen Baha'u'llahs zu leben. Und die Grundsätze Baha'u'llahs sind die Einheit aller Menschen, sind die Gleichberechtigung aller Menschen, ist Abbau von Vorurteilen jeder Art, ist Erziehung und Bildung für alle, ist Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit wird ein ganz oder ist das zentrale Prinzip, und Gerechtigkeit bedeutet eben nicht nur Barmherzigkeit, sondern dass Institutionen auch bestrafen müssen. Wir, und ich sage, ich selber kann mir das heute auch noch gar nicht vorstellen. Und, ist es für Sie so eine Art Utopie, also im Grunde ja. Gesetze für eine zukünftige Welt, wie sie mal werden könnte? Oder, also ich gehe davon aus, dass es, also Utopie hat ja so ein bisschen den Beigeschmack, dass das irgendwie so ein Traum ist, der sowieso nie wahr werden wird. Als Baha'i bin ich sicher, dass es zu einer gerechten Gesellschaft kommen wird und zu einer friedlichen Gesellschaft und zu einer Gesellschaft, in der diese Prinzipien einmal Fuß fassen und die Menschen sich danach richten. Aber wie gesagt, das wird noch sehr lange dauern. Ich kann es mir heute noch gar nicht vorstellen. Da sind noch so viele Schritte zu tun. Und sicher, das Erste wird nicht sein, also die Strafgesetze vom Ketawa-Akt. Ich will Herrn Antes mal fragen, also es gibt Leute, die dem Baha'i vorwerfen, sie seien fundamentalistisch. Ist da aus Ihrer religionswissenschaftlichen Sicht was dran? Ist das ein Vorwurf? Ich glaube nicht. Also es sei denn, man bezeichnet als Fundamentalisten alle die, die sich an den Grundtexten und an den Aussagen der Religion orientieren. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, muss man sagen, wenn Fundamentalismus eine Art von eingeschränkter Wahrnehmung mit einem rechthaberischen Gehabe ist, dann trifft das für die Baha'i in dieser Form nicht zu. Die sind offen für den Dialog. Sie haben natürlich eine Überzeugung, die davon geprägt ist, dass sie von der Einheit aller Religionen ausgehen und von der Einheit der Menschheit und dafür arbeiten wollen. Aber in diesem Sinne sind sie weder gefährlich noch fundamentalistisch. Das, glaube ich, kann man so sagen. Ja. Ein Punkt, der bei den Kritikern eine große Rolle spielt, ist der, Sie haben vorhin gesagt, Gleichberechtigung von Mann und Frau ist wahnsinnig wichtig. Nun liest man aber, dass in diesem universalen Haus der Gerechtigkeit nur Männer sitzen. Da fragt sich natürlich der jetzt distanzierte, Moment jetzt, Gleichberechtigung von Frau ist wahnsinnig wichtig. Das klingt so, als wäre Baha'u'llah im Grunde ein Freund der 50% Frauenquote und nicht nur 30, wie wir sie seit gestern, glaube ich, demnächst haben werden. Und dann im universalen Haus plötzlich nur Männer. Wie geht das zusammen? Das kann ich Ihnen leider auch nicht erklären. Das heißt, Sie hätten lieber, es wäre anders, ja? Und, nein, also was heißt, ich hätte lieber, es wäre anders? Ich kann das auch nicht verstehen. Es gibt auch keine mir bekannte schlüssige Erklärung. Ich habe selber ein Mitglied des Universalen Hauses mal vor einigen Jahren, oder ein ehemaliges Mitglied, also einen Mann, eine Rede halten darüber, der selber gesagt hat, alle möglichen Argumente gebracht hat und sie dann gesagt hat, also all das kann es auch nicht sein. Er sagte, er versteht es auch nicht. Was der Grund dafür natürlich ist, Baha'u'llah hat es festgeschrieben. Es ist offenbartes Wort Gottes für uns als Baha'i. Und deswegen
Das klingt. Können wir nicht daran rütteln. Und oh. Ja. Ich jedenfalls sehe das so. Das klingt nach einer harten Nuss, würde ich jetzt mal sagen. Gerade das wenn Sie ist sicher auch für viele eine harte Nuss und war es, ich muss sagen, war es für mich auch. Vielleicht noch einer, ich merke schon, Farini möchte auch was sagen. Antwort, aber ja. Ein Punkt, der für mich jedenfalls entscheidend ist, es ist zwar die höchste Körperschaft, die auch Gesetze erlassen kann, wie wir gehört haben, aber es geht hier um einen Begriff von Macht oder von höchster Körperschaft, den wir bisher gar nicht kennen oder noch nicht erlebt haben. Macht ist hier wirklich den Menschen übertragen, die die größten Diener der Gemeinde sind. Und das ist etwas, was im Grunde auch eigentlich in jedem Staat oder auch in jeder sonstigen Herrschaftsart sonst so sein sollte, die Staatsdiener. Aber wir erleben es ganz anders. Macht wurde bisher oder wird immer mehr missbraucht. Und das sehe ich, da ist in der Bahá'í-Religion sind einige, sage ich jetzt mal, Bremsen eingebaut oder Schutz eingebaut. Zum Beispiel kann irgendeine Entscheidung niemals von einem einzigen Menschen allein getroffen werden, sondern immer nur von einem Gremium. 9 Personen, eben geistige Räte oder eben das universale Haus. Davon abgesehen, als Sie vorhin Frauenquote genannt haben, ich kenne einige Gremien ansonsten, da sind 70-80% Frauenquote in der Bahá'í-Gemeinde. Das gibt es nur dort bis nicht. Nur nicht. Fragen wir noch Herrn Faridi. Ob er eine es klang mir bei Ihnen so, Sie sagen, es hat Gründe, aber eigentlich verstehe ich es nicht. Und, Ich habe darüber auch nachgedacht und bin darauf gestoßen, dass wenn wir so die heiligen Bücher der Religionen sehen, Tora, Evangelien und Koran, wir lesen unzählige Namen der Offenbarer, aber kein einziger von denen ist eine Frau. Insofern, alle Propheten, alle Namen, das sind alles Männer. Insofern, da könnte man auch dem Gott fragen, zu stellen, wo bleibt die Frauenquote? Aber grundsätzlich... Fürchte, mit diesem Argument würden Sie in gewissen Kreisen heftigen Widerspruch bekommen. Mag sein. Aber in Wirklichkeit, es gibt Sachverhalte, die auf dem Bereich von Rechts anzusiedeln sind und andere, die praktisch auf dem Bereich der Pflichten. Ja. Und es gibt auch Grenzbereiche. Das Recht an Beteiligung an einer Bahá'í-Institution hat auch der Mann nicht. Das heißt, ich habe auch nicht das Recht, Mitglied im universalen Haus zu sein. Wir haben auch nicht diese Kategorien, dass wir Karrieren machen, klein anfangen und weiter bis zum universalen Haus. Sondern es ist eben so die höchste Pflicht, die man erfüllen kann. Auch die drückendste Last ist das eben, Mitglied im universalen Haus der Gerechtigkeit zu sein. Und im Grunde genommen gilt für alle Bahá'í-Institutionen, niemand hat das Recht darauf. Das Recht ist dort, wo man es auch so anfechten kann, das ist mein Recht, ich bestehe darauf. Und wenn es einem verweigert wird, kann man sich wehren. Zum Beispiel, das heißt, man wird gewählt, weil man Ansehen hat in den Gemeinden und ohne wird dann, Propaganda, wird dann ohne Kandidatur und ohne alles wird derjenige gewählt, von dem man glaubt, er ist derjenige, der am besten dienen kann. Aber andersrum sagen wir, das Recht auf Bildung, es ist ein Recht. Es ist nicht Pflicht, es ist die Pflicht, sagen wir, der Gemeinschaft, der Eltern, auf die Bildung. Und wenn es wirklich um Recht geht, dann werden Frauen bevorzugt. Und all das sind Ehrenämter? Letzte Frage, wir sind leider mit unserer Zeit schon durch. Sind Ehrenämter oder bekommt man, wenn man jetzt da im universalen Haus der Gerechtigkeit sitzt, irgendein großes Honorar? Ganz sicher kein großes Honorar. Ja. Für die mehreren hundert Angestellten am Bahá'í-Weltzentrum in Haifa gibt es, sag jetzt mal, Kost und Logis und ein kleines, kleines Taschengeld. Das ist alles,
Also sehr viel im Ehrenamt und auf das Engagement des Einzelnen ausgerichtet. Mhm. Und wir haben gehört, was Sie damit verbinden. Wir sind jetzt gar nicht so schön zu den praktischen Dingen gekommen, die ich Sie gerne noch gefragt hätte, aber so ist das. Es ist eine erste Runde, da müssen wir noch irgendwann mal in einem anderen Zusammenhang eine zweite machen. Für heute erstmal vielen Dank für diese Runde. Danke.